Ja, habe ich die Ehre, dass der Helmut heute ein bisschen kochen auf Terrassien mit der Buschbox. Das Wetter war halt nicht das Wahre, es hat ständig geringt und da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich entscheide mich heute für daheim auf der Terrassen und möchte heute ein bisschen was kochen mit meiner Schmiedeis am Pfann. Ja, was gibt's? Schinken mit Kassler und Gemüse. Spiralnudeln mit Kassler und Gemüse. Die Nudeln sind wie üblich wieder vom Vortag. Die sind schon gekocht. Dann ungefähr 100 Gramm Kassler. Etwas Karotten. Dann eine Knoblauchzehe. Butter. Ungefähr 1,5 Esslöffel. Dann Lauchzwiebel und Pfeffer, Salz, Knoblauchmischung. Also mehr braucht man eigentlich gar nicht. Also ich werde jetzt das alles ein bisschen klein schneiden und dann rühre ich mich gleich wieder. Bis gleich. Schneiden wir das ein bisschen durch, das ganze Zeug. Also kleine Scheiben. Das geht nicht so genau. So ganz kleine Würfel, das kann jeder dann machen, wie er lustig ist. Dann den Knoblauch. Dann das Kassler. Auch Würfel. Ja, das ist bestimmt ein leckeres Gericht. Ich probiere das jetzt einfach mal aus, ob das klappt. So. So, alle Zutaten habe ich jetzt geschnitten. Jetzt werden wir dann die Buschbox anheizen. Dann haben wir die ganzen Zutaten hier in die Pfanne. Na, bis gleich, ich schalte dann rüber. Etwas Kindspann. Schon eingehackt.
Birkenrinde. Alte kaputte Wäscheklammern. Ja, die brennt wie die Sau. Nicht schlecht. Vorne drauf, dann kann es eigentlich losgehen. Perfekt. Karotten und Knoblauch. Da wird es gleich mal gelandet. Dann kann man schon die Kasslerwürfel rein tun. So. Wunderbar. Ja, es macht richtig Spaß mit dem, mit der Bushbox XL. Die geht ab wie Schmidt-Katze, gigantisch. Schon ein bisschen Salz, Pfeffer rein da. Und den Lauch. Ja, das Kassler kriegt schon eine richtige Farbe. Das schaut richtig lecker aus. Und wenn alle Zutaten gut angebraten sind, dann kommen die Nudeln drunter. Lass die Pfanne wegtun vom Hobo, sonst wird es zu heiß. Das ist der Vorteil, aber sieht lecker aus.
das ein bisschen unterheben. Und dann ist es fertig. Dann kommt nur noch ein bisschen Parmesankäse drüber. Wer Lust hat, kann das machen. Ich tue ein Parmesan drüber. Und dann ist die fertig. Also Spiralnudeln mit Kassler und Gemüse. Ganz einfach. Und so haben die Reste verwertet. Heute allerdings auf Terrassen. Also wenn das nicht lecker ausschaut, dann weiß ich es auch nicht. Ja. Und dann noch ein bisschen Parmesan drüber, geriebenen, und dann ist er fertig. So, dann wird es schmecken lassen mit dem Bier. Also viel Spaß fürs Zuschauen. Also stinknormal einfach. Nudeln vom Vortag, ein bisschen der Kassler Rippel, Gemüse, und dann im Hobo ein bisschen Obron, Butter, Parmesankäse ein bisschen drüber, Salz, Pfeffer. Das war's dann. Na gut, ich lasse mir dann ein bisschen schmecken. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Also Nudelpfanne mit Kassler und Gemüse und geil schaut's aus. Also, merci fürs Zuschauen, euer Janka Fünfschmidt in der Helmut.